Herzlichen Dank. Bitte, meine... Einen wunderschönen guten Abend. Danke vielmals. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie beschämen mich. Na gut, Sie haben natürlich auch recht. Danke. Das... Herzlichen Dank. Danke sehr. Danke. Ich teile Ihre Begeisterung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin nach gerade völlig außer mir, dass Sie alle kommen mussten. Und deswegen scheint es mir opportun vielleicht, dass wir uns erstmal gegenseitig vorstellen. Sie sind mir deutlich zu viel. Fangen wir also mit mir an. Ich persönlich habe 2 Kinder. Ich meine, ich habe auch Möbel, Abitur, regelmäßig Stuhlgang, aber eben auch Kinder. Und diese Kinder habe ich übrigens nicht, wie heute üblich, aus dem Internet heruntergeladen, sondern durch ergebnisorientierten Sex bekommen. Das ist ja ein ganz anderer Sex, als der, den man normalerweise im öffentlichen Raum hat. Man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, wenn es ein Junge werden soll. Ich habe mich also 2-mal konzentriert. Und der Größere von den beiden Kleinen, der auch noch ziemlich klein ist, aber schon der Größere, das geht ja heute alles, der scheint mir ein ziemlich einseitig begabtes Kind zu sein. Er war noch nicht in der Lage, den semantischen Unterschied zwischen Papa und Popo eindeutig herauszuarbeiten. Wusste aber bereits, dass es sich bei der Lokomotive, vor der wir da standen, um eine preußische P8 gehandelt hat, was er an der Zahl der getriebenen Achsen erkannte. Ich jetzt persönlich nicht. Aber auch einseitig begabte Kinder haben natürlich ihre Vorteile. Denken Sie mal ein paar Wochen zurück. Da mussten wir doch alle den Geburtstag des Religionsstifters feiern. Bei Ihnen heißt das hier, glaube ich, Weihnachten. Und da läuft man ja schon Wochen vorher mit diesem, was soll ich nur verschränken, Gesicht durch die Welt. Nicht so, wenn man einseitig begabte Kinder hat. Ich habe, ich glaube, eine Nanosekunde nachgedacht und habe gedacht, schenkst dem Kind doch eine Eisenbahn. Spitzenidee. Ich bin dann in einen Laden, Läden werden Sie hier nicht mehr kennen. Läden gab es früher, die Älteren vielleicht noch Läden, wie erkläre ich es. Läden, das waren relativ übersichtliche Areale mit nur einer Glastür, die man auch noch selber mit der Hand, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und über der Tür hing immer so ein Muschelkalkmobile, das macht immer bim, 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 wenn man reingeht. Und bim, 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 wenn man wieder rausging. Man wusste also genau, entweder war man draußen oder eben drin. Das gibt's so heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch die Einkaufsparadiese. Ich komme aus Bochum und Bochum ist im Prinzip nichts anderes als Toys R Us mit Rand. Sie machen sich keine, gibt wirklich keine kilometerlange Regalketten bis an die Wolkenunterkante, alles bunt, alles batteriegetrieben, alles in Kartons. Kein Mensch kennt sich aus, keiner. Und dann steht man völlig ratlos in so einer Regalschlucht und dann hat man dieses Erlebnis, das Geräusch kennen Sie. Und tun Sie nicht so. Natürlich kennen Sie das Geräusch. Das Geräusch entsteht, wenn der Fachverkäufer durch seine Regalwand hindurch diffundiert. Das ist die molekulare Reibung. Ja, dann macht es, ist ganz wichtig. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es sich bei diesen Regalwänden um sogenannte semipermeable Regalketten handelt. Das heißt, die lassen nur Fachverkäufer durch. Versuchen Sie nie so gerne Gänge zu wechseln. Fällt alles um, die Sachschaden, Sie müssen auskaufen. Furchtbar. Also, es macht, dann steht er da, aus dem Nichts, der Fachverkäufer. Von der Decke getropft, aus dem Boden gewachsen, steht er da. Und eine Femtosekunde später, das ist noch weit weniger als eine Nanosekunde, hatte ich offensichtlich eine Eisenbahn gekauft. Und zwar im Maßstab 1:2 mit Personenwagen, Langhausgesundheit, sagenhaft. Das musste in mehrere Kisten geschlagen, in Öltuch musste das gewickelt, auf den Rücken verschiedenster Mietesel in das Kassenareal, in das Kassengelände verbracht werden, wo mir dann von der ohnehin schon recht durchsichtigen Kreditkarte ein obszön zu nennender Betrag abgehobelt worden ist. Und dann hatte ich den Fuß schon, das geht nicht gegen Sie, ist Dramaturgie, ich hatte den Fuß schon da, wo es nichts mehr kostet. Also ich war noch da, wo es sehr teuer ist, aber der Fuß war schon da, wo es viel Preis, also ich war, der Fuß, da war nur noch dieses Drehkreuz im Weg, was in Gemächthöhe montiert ist. Und man versucht, sie da durchzubogen, und dann war, aber dann hat das nichts vor, tun Sie es nicht. Ich hatte also den Fuß, bitte, ich hatte den Fuß in diesem Moment. Das finden Sie komisch. Aha. Bitte, meins. Jedenfalls, ich hatte in diesem Moment, frug der Fachverkäufer eine Zierde seiner Zunft. Frug er die finale Fangfrage, er frug nämlich, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Und seine ärmelose Komplizin an der Addierhilfe, die stieß genau ins gleiche Horn. Da sagt sie, da hat er nämlich recht. Was machen Sie eigentlich mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Und die 150 anderen Kunden im Laden riefen wie ein Mann, was macht er mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Hä? Ich war quasi beidfüßig in die Bahnhofsfalle gezappt und dann wurde mir ein weiterer Karton präsentiert. Mit einem wunderbaren Foto auf dem Deckel, mehrfarbig natürlich, das ein mehrstöckiges Bahnhofsgebäude zeigte. Mit allem dabei, was der Bahnhofsgebäude-Liebhaber so braucht. Also Parkbahn, Zigarettenautomat, Süßigkeitenautomat, Fahrkartenautomat. Bahnhofsvorsteherautomat. Und dann habe ich mich von einigen Immobilien getrennt.
und auch meine Krügeransammlung aufgelöst und konnte dann diesen Karton auch noch mit nach Hause nehmen. Aber bereits auf der Fahrt keimte der Same des Misstrauens. Da dachte ich mir so in mir drin, also ganz halblaut dachte ich so zu mir herüber, sag mal, ich duz mich an, sag schon mal, sag mal, ich sag auch schon mal, hör mal, ich sag aber nie, komm mal, ich bin schon da, also nochmal, also, sag mal, wie kriegen die eigentlich ein mehrstöckiges Bahnhofsgebäude in so eine flache Schachtel? Da ist schon ein Trick bei. Jawohl, da ist auch ein Trick bei. Die kriegen das nämlich in Teilen in diese Schachtel. Und zwar in 1 Million Teilen, von denen 800.000 mit dem unbewaffneten Auge überhaupt nicht sichtbar sind. Da muss man ganz komplizierte Lackmuspapiertests durchführen, um zu gucken, ob die Packung überhaupt anständig gepackt ist. Und die 200.000 Teile, die gerade mal tastbar sind, haben alle die gleiche Farbe. Und zwar die unseres Teppichbodens. Das ist ein Komplott. Das ist ein Komplott. Ich wollte mich fertig machen. Bitte, das ist doch kein Jung. Da freut man sich doch nicht. Aber ich lasse mich natürlich nicht ins Boxhort jagen von dieser Bahnhofsgebäude-Modellbaumafia, sondern in die Werkstatt. Obwohl es kaum etwas gibt, was ich so sehr hasse wie Basteln. Es gibt nichts. Es gibt, was ich noch mehr hasse als Basteln. Das ist zu Weihnachten Basteln. Ich hasse das Basteln. Sie haben auch eine gebastelt. Ich spüre es über die Haut. Sie mussten auch schon mal Löcher in Kastanienbohnen und Streichhölzer reinstecken. Und dann hat Ihnen jemand gesagt, das wäre eine Kuh, richtig? Ich war erst 4 Jahre alt, aber nicht bescheuert. Ich weiß, wie eine Kuh aussieht. Riesengroß, schwarz-weiß und unten kommt Milch raus. Eine Kastanie ist eine Kastanie, ist eine Kastanie. Das ist doch... Und wenn ich da 100 Streichhölzer reinstecke, wird es immer noch kein Igel. Verstehst du das? Wie soll es den Kindern was werden? Ich komme aus der Gegend, in der der Westdeutsche Rundfunk das Sagen hat und noch das hört. Und da gab es seinerzeit zu meiner Zeit, in der schlimmen Zeit, im Westdeutschen Rundfunk sogar eine Fernsehbastelsendung. Die hieß Schau zu, mach mit. Da steckte das Grauen schon im Titel. Das war so ein lebensunkundiger Hengst, grauem Arbeitskittel, dann leimte immer kleine Balsaholzbrettchen zusammen. Und es wurde immer ein Wetterhäuschen. Auch wenn er sagte, heute bauen wir einen Toaster, wurde es ein Wetterhäuschen. Natürlich kann ich auch Weißbrot in ein Wetterhäuschen legen. Aber es wird nicht kross, verstehst du das? Mann! Das ist wirklich wahr. Aber... Die Sache wollt's. Ergo, ich hätte auch also sagen können, aber ergo ist schöner. Ja, deswegen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet fangen eigentlich alle Sätze mit also an. Ich weiß, es gibt sogar Leute bei uns, die das Wort also mit also anfangen. Die sagen dann also, da bist du komplett verrückt. Dann lieber ergo, ergo kann man immer sagen. Am schönsten ist natürlich, wenn man ergo also sagt. Dann hat man das... Aber dann kürze ich über den Bruchstrich und dann wird daraus Ergalso. Ich kürze gerne über den Bruchstrich. Mach's mal, ist schön. Ich sage zum Beispiel so ist's statt so ist es. Zweimal über den Bruchstrich. Aber ich hab's versucht. Also bitte. Da, gemerkt, schon wieder also. Gemerkt, ergo. Ergalso. Verfügte ich mich in die Werkstatt, um dort eine Tube Leimes aus mehrmonatiger Dunkelhaft zu befreien. Vermeint und all die anderen angrenzenden, quirligen Sprengel und Gemeinden, sei es nochmal ventiliert. Der Leim wohnt in der Tube und weicht nur dem Druck. Wenn er aber dem Drucke weichend die Tube hinter sich lässt, dann gilt sein ganzes Sinnen und Trachten allein dem Kleben. Er klebt. Und zwar alles ohne Ansehen der Person. Es ist ihm vollkommen wurscht, was da vor der Tür ist. Was da ist, wird geklebt. Und zwar bombenfest, jahrhundertelang, für immer und ewig. Jetzt war ich damals noch Raucher. Den habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich sagen. Aber ist mir egal. Also nochmal. Was ich damit sagen wollte, ist... Ich hatte eigentlich immer nur eine Hand frei. Verstehst du? Auch beim Basteln.
Und in dieser Bastelbrunst, also im brunstigen Bastel, also ich klebe und rauche, rauche und klebe und rauche, rauche und klebe, genug geklebt, jetzt rauchst du erstmal eine, rauche und rauche und rauche, und viel geraucht, muss ich wieder kleben, 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 rauchen, kleben, rauchen, kleben, kleben, rauchen. In den ganzen Irrsinn verwechselt man schon mal die Hände. Und zack, hast du Klebstoff an den Fingern. An einer Zigarette herrschen vorne 800 Grad Celsius, und zwar zeitgleich auf einem Punkt. Am Filter ist sie deutlich kühler. Was das Geschäft des Rauchens zu Genussspenden macht, ist ja logisch, sonst müsste man ja Handschuhe anziehen. So. Jetzt hat diese Glut ja theoretisch 1 Milliarde Himmelsrichtungen zur Auswahl. Aber wie es der Beelzebub will, kommt sie wie an der Schnur gezogen Richtung Filter gekrochen, wo die Finger sitzen mit dem Leim. Bitte auf damit. Im Leim siedeln Lösemittel. Keiner weiß, was sie da wollen. Eines der letzten Geheimnisse der Leimsieder. Aber diese Lösemittel haben zu ansteigender Temperatur ein ähnliches Verhältnis wie Romeo zu Julia. Das heißt, ein entzündliches. Jetzt kommt die Glut gekrochen und die Lösemittel im Leim rufen, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Und der Leim sagt, Quatsch, wo soll das herkommen? Doch, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Und jetzt merke ich auch, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Jetzt sollten Sie die Zigarette mal ablegen. Herrgott, nochmal, die geht ja gar nicht ab. Die klebt fest, um Gottes Willen, es wird heiß. Puff, macht es. Und ich bin mit brennender Hand durchs Wohnzimmer gelaufen. Und das Einzige, was meinem Söhnchen dazu einfiel, war... Wunderbare Geschichte.